Man. Am I Rihanna yet? Mini Liquid. Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute kein Obst im Haus, nur Abwasch. Broke as self tan. Wig not as expensive as her sisters. Also heute ist ein bisschen, you know, don't roast me. Ich habe heute für euch ein Jeffree Star Blue Blood Collection Review. Ich habe hier tatsächlich komplett alles, ach, ich kann es gar nicht zeigen, alles bei Morphe eingekauft, was es in der Collection gibt, except for the Lip Scrubs. Und das möchte ich heute gerne mit euch ausprobieren und reviewen. Eigentlich sollte es letzte Woche online kommen, hatte ein paar Struggles, weil ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, wo ich Bodysuits anprobiere, verlinke ich euch das hier oben, könnt ihr gerne anschauen. Und please don't do body shaming, it's not cute, it's not a cute look, honey. Just saying. Und heute wird alles blau sein, wie ihr seht. Deswegen habe ich heute eine Fantasy auf meinen Kopf geschmissen, die kein echter ist und deswegen so ein bisschen struppig und keine Ahnung was. So literally, don't roast me. Aber ich hatte Bock auf sie. Ich glaube, das wird im Endeffekt ganz cool aussehen mit dem fertigen Look. Deswegen jumpen wir right into it. Ich bin ein großer Jeffree Star Fan. I love him. Ich liebe seine Honesty. Was heißt das? Was ist das? Deutsch. Ich kann es nicht mehr. Ich kann kein Deutsch mehr sprechen, seitdem ich in LA bin. Ich liebe seine Ehrlichkeit und weiß nicht, es ist einfach krass, was er als Typ oder wie auch immer, genderfluid, I don't know, I don't wanna label, für die Beauty-Community gerissen hat und unter anderem Personen wie mir für einen Weg ermöglicht hat, so. Denn er war früher da als ich, weitaus früher und hat schon sehr, sehr lange Make-up getragen und I love it. Ich habe ein bisschen mehr gekauft als nur die Collection-Sachen. Ich habe hier noch die 5 Liquid Frosts und wie gesagt, nur die Lip Scrubs nicht geholt, denn ich habe mir erst vor kurzem hier einen gekauft. Das ist richtig cool. In LA gibt es einen Morphe Store und im Morphe Store könnt ihr halt Jeffree Star Cosmetics Sachen kaufen. Das heißt, ich bin morgens hingegangen, als der Launch war und stand einfach in so einer Warteschlange, um die Sachen zu bekommen. Und dann sind alle so rein und die haben dann sofort die Paletten ausgegeben. Dann so nur 2 pro Person und sowas. Voll süß. Und ich habe mir ansonsten halt noch so ein paar Lipsticks und sowas gekauft. I was a supporting sister. I got it all. Ich bin voll gespannt. Ich muss sagen, ich bin super hyped um diese Palette, denn das Packaging, als er es gezeigt hat auf seinem Kanal und in Snaps und sowas, I gagged the shit out of my life. Wirklich so schön. Richtig, richtig hübsch. Und wie ich gehört habe, wie er erzählt hat, war das bis jetzt sein erfolgreichster Launch ever. Und ich kann es irgendwie verstehen. Die Palette spricht mich so krass an und irgendwie, I don't know. Wir jumpen right into it. Ich laber schon wieder zu viel. Die Sachen haben insgesamt, ich habe hier den Kassenbon, ich habe insgesamt $347 bezahlt für alles, aber ich habe ja 4 Lippenstifte und ein Morphe Setting Spray gekauft. $229. So viel habe ich bezahlt für 5 Skin Frosts und eine Lip-Kombi, Lip-Sammlung mit mehreren Lippenstiften und der Palette. Ich würde sagen, ich habe meine Foundation schon gemacht. Diese frizzy hairs. Die Blue Blood Palette kommt erstmal in diesem Pub-Packaging und wenn ihr die aufmacht, habt ihr dort die Palette. Nicht im Ernst. I just ruined it. Love it. Habt ihr dort drin die Palette an sich. Die Blood Sugar Palette ist in einem ähnlichen Packaging. Wie ihr sehen könnt, ist es beides so ein bisschen in so eine Art Koffer gepackt. Das hier ist aber mehr so wie eine Schmuckdose / Sarg. Und wenn ihr die aufmacht, oh mein Gott, first time in person. Bitch. Diese Farben, wieso? Um Gottes Willen, es sieht so... Oh, mein Lichtsetup ist nicht so geil. I'm so sorry, es müsste mehr von vorne kommen, damit ihr auch die in der Mitte leuchtend seht. Aber wie schön sind diese Farben? Oh mein Gott, I can't. Ich finde halt irgendwie, man traut sich nicht so an Blautöne ran und an Türkis. Aber ich finde die Combination, wie das hier einfach reingeschmissen wurde, so unnormal ansprechend und hübsch, dass ich es auch einfach nur haben will, um es so aufzumachen und mir so in mein Zimmer zu stellen und einfach nur anzugucken. Aber nun gut, die Palette kostet $52 und hat einfach, wie ihr sehen könnt, primär Blau, Grün, Töne und ein bisschen so peachy braun. Wir haben Cullinan, Mint Tea, Crystal Flash, I'm Cold, Untouchable und Priceless in der ersten Reihe. In der nächsten Reihe haben wir Power, Blue Blood, Deceased, Ice Tray, Blue Monday und Flourishing. Und in der letzten Reihe haben wir Wealthy, Celebrity Skin, Entitled, Ocean Eyes,
Cremated und Undertaker. Also wirklich einfach eine blaue Fantasy. I love it. Ich habe mich nie richtig an blauen Lidschatten dran getraut, weil meine Augen zwar eine Mischung aus blau und grün sind, aber mehr grünig, also mehr so auf der türkisen Seite. Und deswegen dachte ich immer so, blau würde scheiße aussehen, weil es ja nicht genau meine Augenfarbe matcht. Aber maybe I got proved wrong today. Bin halt hyped. Ich habe halt Bock. Boah, dieses frizzy Hair hier an der Seite da. Da sieht man den Unterschied zwischen echter Perücken und Plastik. I'm sorry, ich hoffe, ihr seid nicht triggert. Obwohl, sind so viele Leute triggert bei meinen Perücken, aber I don't care. Okay, let's do this. Ich habe keine Ahnung, mit was für einem Shade ich anfangen soll. To be honest, ich habe noch keinen Plan, was ich für einen Look machen will. Ich werde auf jeden Fall ein paar mehr Make-up-Looks mit dieser Palette kreieren. Und ich werde auch auf jeden Fall einen etwas aufwendigeren Look schminken, wo ich bestimmt ein paar Stunden dran sitze. Den poste ich dann auf Instagram. Folgt mir gerne unter Marvin Magnificent, falls ihr das noch nicht tut. Und wir nehmen jetzt erstmal hier einen großen Blending Brush. Ich habe hier auch den aus der Jeffrey Morphe Kollektion. Und wir gehen in I'm Cold. Und das ist dieser Lidschatten hier oben, ein Pastellblau. Ich dippe gern öfters rein, auch wenn das schon ganz gut Pigment abgibt. Ich hoffe, der Fokus sitzt. Let's put it on. Das ist halt so ein Pastellton, das heißt, er braucht sicherlich ein paar mehr Layer. Aber so für den ersten Layer kann man sagen, gibt er schon gut Farbe ab. Wir machen jetzt erstmal schön großzügig quasi die Blending Transition Farbe. Und ich habe nur einen Lidschatten Primer drunter aufgetragen. Already living for it. Ich habe meine Foundation schon gemacht, auch um zu gucken, wie ist es mit Fallout. Aber oh mein Gott, das Pigment. Wow. Es fällt bis jetzt noch nichts runter auf meine Foundation. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich wollte uns ein bisschen Zeit sparen und nicht erst meine Foundation danach dann noch irgendwie machen. Oder, um ehrlich zu sein, wollte ich nicht aussehen wie Shit. Mein Saftan am Körper ist noch ziemlich da, aber mein Gesicht ist halt einfach schon komplett weiß. Weil ich habe mein Gesicht wirklich jeden Morgen kurz und abends intensiv wasche. Und mein Körper dusche ich halt nicht jeden Tag. Ist eklig für Leute. Das ist disgusting. I'm just honest. Also ich dusche meinen Körper nicht jeden Tag, besonders wenn ich Saftan drauf habe. Because I wanna keep the tan as long as possible. Also wasche ich mich eigentlich immer nur so mit einem Waschlappen. Ich weiß nicht warum, aber das klingt immer so eklig, ne? Wenn man Saftan trägt, ist alles ein bisschen struggle. Wow. Girl, that's pigmented, honey. Ich liebe diese Farbe. Ich tauche gerade so richtig in so eine Blue Fantasy ein. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr jetzt, bevor ihr das Video richtig geguckt habt oder bevor ihr andere Reviews angeschaut habt oder wie auch immer, ob ihr von vornherein Fan von der Palette wart und dachtet, oh mein Gott, yes. Oder eher nicht so. Ob euch die nicht angesprochen hat und dann, ob sich eure Meinung noch geändert hat. Vor dem Video, vor anderen Videos. Just tell me, I wanna know. Aber ich muss sagen, ich bin echt begeistert bis jetzt von diesem Shade, weil so eine Pastellfarbe so deckend hinzubekommen, ohne Fallout. Wow. Hier kannst du cutten. Was ist passiert, was Lustiges? Lieb's halt, wenn ich hier so kleine Anweisungen gebe an Cooper. Für diejenigen, die es nämlich nicht wissen, Cooper schneidet meine Videos. Wir haben ein Arbeitsverhältnis. Es nimmt mir so viel Aufwand weg und macht meinen Alltag so viel einfacher. So, thanks, girl. Thanks. Thanks a lot. I really appreciate it. Feier es jetzt schon, dass ich mir diese Perücke aufgesetzt habe. It's a look. Sieht man mein Make-up-Fail hier? Ja, ach, whatever. Die Leute können ruhig sehen, dass mein Saftan flotter ist. Ich kriege so viele Nachrichten zu meinem Saftan. Leute, nein, ihr wollt nicht wissen, wie ich meinen Saftan auftrage. Ich bin echt keine Saftan-Queen. I'm a mess, wenn es um Saftan geht, aber I'm trying. Ich werde immer besser, aber ich finde es halt echt nicht so easy, muss ich sagen. Und ich muss sagen, ich mag auch super gern den Pinsel aus der Jeffree Star Collection mit Morphe. Was ist das für einer? Steht hier eine Nummer drauf? Ein JS5. Das ist halt so ein dicker Buffer und den finde ich irgendwie ganz geil, um einfach eine Transition Color aufzutragen und die schön oben auszublenden. Shit, this bitch is pigmented. I love it, but I don't love this frizzy hair. Ich hoffe irgendwie, dass mir heute mal nichts runterfällt, obwohl es ein Make-up-Tutorial ist. Einfach, damit die Sachen nicht kaputt gehen. Boah, ich höre so krass die Autos, aber jedes Mal, wenn ich in den Videos gesagt habe, sorry für die lauten Autos, hat jeder gesagt, sie hören auch nicht mal die Autos. Von daher ist es krass, dass es bei mir nur so ankommt. Als nächstes benutze ich einen Morphe M433 Brush. Und als nächstes gehe ich in die Farbe Blue Blood. Das ist quasi die nächste Abstufung. Ich finde, oh girl, that pigment. Ich sehe das schon, aber ich will mehr. Kickback in der Palette stört mich jetzt an sich nicht. Und das ist quasi die nächste Abstufung. Ein bisschen dunkler, immer noch so Pastell. Ich finde es super süß, wie er in seinen Paletten immer so andere Stempel reinpressen lässt. Hier ist zum Beispiel jetzt eine Krone. Und jetzt gehen wir damit ein bisschen mehr in die Crease, um das dort ein bisschen zu intensivieren und abzudunkeln. Oh, I love it. Okay, Leute, ich weiß nicht warum, aber ich bin so hyped. Ich bin so fucking hyped, weil ich mich näher an so eine Farbe angetraut habe, so richtig.
so ein blaues Augen-Make-up. Aber jetzt, wenn ich diese Palette sehe, habe ich einfach nur Bock. Und vor allem mit der Wig, weil es halt so voll stimmig ist. Am Ende wird das richtig gut aussehen. Das weiß ich jetzt schon. Weil die so schön kühl ist und dann so dieses helle Weiße noch. Ich habe ein paar Perücken im Laden anprobiert und es war voll schwer, eine zu finden, weil die meisten so farbigen sind halt nicht mit Echthaar. Jedenfalls die im Laden, wo ich war. Dann waren die länger und hatten nicht so einen kurzen Schnitt und waren so ein bisschen so wellig. Und dann meinte die, ja, weil ich die ja nicht mit einem Glätteisen richtig bearbeiten kann, meinte die so, ja, können sie mit einem Steamer machen. Ich so, Steamer, girl, I don't have a Steamer at home. Und vor allen Dingen würde ich es wahrscheinlich eh nicht hinbekommen. Deswegen habe ich mich für die entschieden. Aber es macht schon Unterschied, ob man eine Echthaarperücke hat oder so Plastik, weil die Haare fallen anders und die sind so frissiger, weil das halt kein echtes Haar ist. Und das stört mich, wenn ich das sehe. Vor allem, wenn das Video am Ende in 4K ist und dann hier so die Haarsträhnen so abstehen. But I wanna have the fantasy. Kein Fallout bis jetzt. What's happening? No Fallout at all. I love it. I'm living for it, honey. Ich muss das mal hochziehen. Oh, wie sich manche Leute aufgeregt haben in meinem letzten Video, dass ich gesagt habe, meine Boobies fallen raus. Leute, manche Menschen sind so kleinkariert. Jeder Mensch hat eine Brust. Okay, das werdet ihr jetzt hören. Jeder Mensch hat eine Brust, auch Männer haben eine Brust. Und egal wie groß eine Brust ist, kann man trotzdem sagen, meine Boobies fallen raus, wenn einem das Oberteil die ganze Zeit unter die Brust rutscht. Ich weiß nicht, warum sich manche Menschen so triggern mit Kleinigkeiten. Ich bin immer wieder verwundert. Und ich bin darüber verwundert, wie viele intolerante Menschen ich dann doch unter meinen Abonnenten hier habe. Ich dachte immer, dass wirklich super viele tolerant sind, aber vielleicht sind die automatisch diejenigen, die abonniert haben und dann doch irgendwie nicht so richtig tolerant sind, oder ich glaube, manche checken es auch gar nicht, dass sie gar nicht so tolerant sind, wie sie denken, dass diejenigen dann eher auf so Videos klicken, wo die sagen, hä, was ist das denn? Für manche war es anscheinend einfach zu sehen, dass ich ein Junge bin, der sich schminkt, anstatt, dass ich dann auf einmal Perücken trage und die sind sofort, oh mein Gott, was ist das jetzt? Ist es doch kein Junge mehr? Was ist er? Ist, keine Ahnung. Manche sind so überfordert damit. It's just a wig, honey. Oder es sind einfach nur Perücken. Das ändert nichts an mir. Und nur weil ich mal ein paar ernstere Videos hochlade hintereinander und mein Content dadurch die letzten paar Videos ein bisschen ernster war, bedeutet das nicht, dass ich ein anderer Mensch bin. Davon abgesehen, dass man sich stetig verändert und Veränderungen nun mal dazugehören. Left me shook. Meine letzten paar Videos, das Feedback teilweise. Just saying. Okay. Wow. Ich habe kein Fallout. No Fallout at all. Als nächstes verblende ich einfach mal wieder mit dem anderen Ton so oben die Kante. I'm a blending queen. Ich möchte immer alles verblendet haben. Ich habe immer Angst, dass es nicht mehr verblendet ist. Man kann nie genug verblenden. Nächste Farbe. Das nächste ist ein Morphe M506. Wann ist das passiert? Seht ihr das? Ich habe einfach richtig eine Kerbe reingehauen. Um die Crease ein bisschen zu verstärken, müsste ich jetzt in Blue Monday. Ich habe ein bisschen Schiss vor Blue Monday, um ehrlich zu sein, weil das eine Farbe ist, die halt einfach unnormal schwierig sein muss, um die herzustellen. Weil das so ein krasser Ton ist, so ein lila-blau. Dipping right into it. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel Pigment abgeben. Ich bin gespannt, Honey. Wir fangen mal hier hinten an. Oh, wow. Oh mein Gott, ich bin schock. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe, aber seht ihr das, wie gut sich das aufbauen lässt? Oh mein Gott, I can't. Diese Palette, what's happening? Kein Fallout, gute Pigmentierung, lässt sich mega gut verblenden einfach. Shit, Alter, was hat Jeffrey da kreiert? Das ist ja mal der Hammer. Ich muss euch nämlich sagen, Leute, Blautöne, ihr kennt es vielleicht. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich schon mal an Blautöne herangetraut haben von anderen Marken. Sind halt schon extrem schwierig aufzutragen, denn meistens sind die wirklich nicht deckend, dann werden die fleckig und es ist einfach, it's a mess. Aber diese Palette, Alter, das ist schon echt krass. Die lässt sich echt gut verblenden. Die ist gut pigmentiert, obwohl es alles Blautöne sind bis jetzt. Bin extra in die krassen Töne reingegangen, die eigentlich schwierig sind herzustellen. Ich meine, ich kenne mich halt ein bisschen aus, ne? Ich bin halt schon, jetzt nicht der Profi-Profi, aber so ein bisschen schon. Ich meine, ich habe meine eigene Palette und ich weiß, wie welche Töne sind zum Herstellen. Als nächstes gehe ich jetzt in den Ton davor wieder rein, in Blue Blood. Und in die Farbe davor und verblende das Ganze nach außen hin. Ich glaube, das ist für euch nicht so mega interessant. Oder ist es? Schneiden wir das rein? Ist es spannend, Freunde? Ich weiß es nicht. Ich versuche halt immer alle Farben irgendwie miteinander zu verblenden, dass man die bestmöglichste Transition hat. Das heißt, ich versuche dann nur auf die Kante zu gehen mit der Farbe von davor und verblende das dann nochmal. Ich hoffe, man sieht es, dass es jetzt ein bisschen mehr ineinander übergeht. Und dann gehen wir nochmal in die Farbe davor. Der Pinsel ist ein bisschen big, dann nehme ich lieber nochmal den gleichen Pinsel nur in sauber. Ich habe den zweimal hier. Gehe damit einfach nach
oben und verblende die Kante. So, ich würde sagen, ich mache das andere Auge auf Kamera und bin dann zurück. So, vielleicht seht ihr es schon, aber ich bekomme auf jeden Fall ein bisschen Fallout. Eher so einen leichten blauen Schatten, aber ich habe jetzt schon so viel verblendet und so krasse Farben benutzt und es ist verhältnismäßig so wenig, dass es für mich total okay ist. Ich werde nachher einfach mit dem Wipe das wegwischen. Ich würde jetzt als nächstes mein Augenbrauen-Highlight machen und zwar benutze ich dafür den Ton hier oben. Wealthy. Ich hasse das, wenn so Geräusche sind, wo irgendwie Türen sich so leicht bewegen oder sowas und dann ist es meistens nur so wegen Wind oder irgendwas. Aber man hat das Gefühl, jemand lehnt sich an oder möchte die Tür öffnen oder so. Als nächstes Augenbrauen-Highlight und ich glaube auch, werde ich es schimmernd machen. Ich mache es erstmal matt. Und dafür habe ich hier einen kleinen Pinsel genommen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen matten Ton unter die Augenbraue gesetzt habe, aber ich mache es jetzt einfach mal. Meistens ende ich eh dann so, dass ich dann doch noch das Highlight drüber mache, Glitter. Aber let's see. I want the glitter. Also, ich gehe in Cullinan, keine Ahnung, wie ich es pronouncen muss, rein und trage den Ton als Highlight auf. Oh yes. Als nächstes gehe ich wieder in Minty rein und verblende es einfach mal mit dem Highlight. Oh, wir haben gar kein Minty benutzt vorher, ne? Okay. Dann haben wir jetzt eine neue Farbe mit ins Spiel gebracht. Wir waren ja bei Ice Cold. Ganz vergessen, Minty ist hier das mehr Minty-Gehalt und das andere ist mehr Babyblau, aber okay. Dann als nächstes Ice Cold und ein bisschen Blue Blood. Ich arbeite mich eigentlich immer, wenn ich eine Farbe hinzufüge, immer wieder in den Transitions, damit die wirklich perfekt sind und smooth und wir keine Kanten haben. Im inneren Augenwinkel finde ich immer so ein bisschen so eine trickige Area. Dann würde ich sagen, mache ich als nächstes hier mit Concealer so eine kleine Cut-Crease, aber nur in der Mitte, also so eine Half-Cut. Ew, hier ist überall, ich habe überall irgendwie meinen Finger reingesteckt hier in die Palette. Und dann geht's an den Schimmerton auf dem Augenlid. Ich trinke nur so, wenn ich vor der Kamera bin heute, um euch zu ärgern. Denn es gibt dann immer so ein paar kleine Mäuschen, die dann schreien, oh mein Gott, so ekelig. Und irgendwie finde ich das lustig, dass sich Leute da daran auch triggern und deswegen mache ich es dann doch immer wieder. Uninteressant, werde ich jetzt eh nichts beireden, weil ich mich so konzentrieren werde. Deswegen machen wir hier mal einen kleinen Cut. Okay Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich meine Cut-Crease bzw. Half-Cut-Crease jetzt gezogen und werde nun wieder mit dem Ton hier oben, was heißt wieder, ich werde mit diesem Ton auf die Half-Cut-Crease gehen. Ich werde das hier probieren, irgendwie sauber geil zu ziehen. Als nächstes wollen wir dann doch direkt mal wieder die Kante ein bisschen nachziehen hier, dass es ein bisschen sauberer ist. Ich glaube, als nächstes arbeite ich mich dann halt drüben wieder zum Verblenden raus mit, ja, diesen Farben hier. Ist das smart? Gibt das Sinn? Langweilig, wenn ich nicht rede, ne? Aber ich kann mich nicht konzentrieren jetzt, wenn, also, guck, geht schon los. Ich kann nicht reden, während ich mich konzentriere. Ich trage jetzt die Parfum auf, ich blende noch ein bisschen Blue Blood mit rein und I'm cold. Und dann bin ich gleich wieder da, wenn das fertig ist. Zum Glück habe ich so viele neue Pinsel, sonst würde ich gar nicht mehr klarkommen. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in die dunkle Farbe. Ich sag ja, back and forth all the time. Okay, und jetzt das Final Cutten. Okay, das hat mich Ewigkeiten gedauert. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Rohmaterial vom Anfang des Lidschattens bis hierhin ist. Vielleicht blenden wir es jetzt einfach mal hier kurz ein. It took a while. Als nächstes würde ich sagen, entfernen wir mal das Fallout unterm Auge, tragen den Concealer neu auf und machen dann den unteren Wimpernkranz. Und dann sind wir mit Lidschatten auch schon fast fertig. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall Fallout, aber ich habe so viel benutzt. Für den unteren Wimpernkranz benutze ich jetzt Mint Tea und danach Blue Blood? Nee, ich glaube diese Farbe hier drüben. Was ist das? Flourishing. Oh, nee, doch, ja. Ich glaube, diesen Skip können wir eh überschreiten. Nee, wie heißt das? Überspringen. Den Mint Tea kennt ihr ja schon hier. Ich habe das Gefühl, je mehr ich diese Blautöne benutze, desto grüner sehen meine Augen heute aus. That's LA, honey. Okay, flourishing. Uff geht's, ab geht's. Let's do this. Und dann Blue Monday. Leute,
Die Palette ist mir runtergefallen, nur war ich gerade auf Camera. Aber wie ihr seht, stehe ich auf, hole sie vom Boden. Wir haben also den offiziellen Marvin Magnificent Bruchtest. She's still alive. Ich meine, er hier sieht ein bisschen... Oh, he's still fine. Das ist halt ein Pigment, die lösen sich natürlich ein bisschen leichter. Das heißt, Marvin Magnificent Sprungfalltest, was? Sprungtest? Bestanden. Oh, kennt ihr das, wenn ihr so neue Ikea-Schubladen habt? Und dann gehen die so sanft zu, ihr schmeißt die so zu und dann macht das so... Hört ihr diesen Sound am Ende? Okay, die Lash ist on, aber seht ihr das in meinem Auge? Mein Auge ist gereizt, es hat eine Rötung. Ich weiß nicht, ob die jetzt zurückgeht oder nicht. Ich habe gerade eben mal so Befeuchtungsaugentropfen reingemacht. Ich habe Kontaktlinsen drin, weil ich eine Sehschwäche habe. Und manchmal mögen meine Augen das nicht. Jetzt habe ich mich so lange geschminkt und habe jetzt diesen hässlichen Fleck. Kriegt mich ultra auf. Ich habe jetzt keinen Bock, meine Linsen rauszunehmen. Wenn ich meine Linsen rausnehme und mich weiter konzentriere, gut zu sehen, kriege ich Kopfschmerzen. I don't know. I'm pissed. Okay, ich nehme sie raus. Okay, jetzt muss ich meinem Auge ein paar Sekunden geben zum Beruhigen, dass ich die rausgenommen habe. Und dann komme ich zurück und dann hoffentlich sieht mein Auge dann wieder normal aus. In dem Blue Blood Collection Lip Kit oder in der Lip Box haben wir 8 verschiedene Mini Liquid Lipsticks. Wir haben Drug Lord, Ice Tray, Jawbreaker, Blue Velvet, Abused, Diamond, Titanic und Medusa. Der ganze Spaß hier kostet 52 Euro in dem Set und das sind die Mini-Varianten und das finde ich eigentlich ganz cool, denn wenn man sich so welche Lippenstifte holt in so krassen Farben, für manche, also für die meisten wahrscheinlich eher so ein bisschen Farben, die man nicht jeden Tag benutzt, dann reichen so Mini-Formen ja eigentlich auch aus, denn man benutzt sie nicht jeden Tag. So ist es jedenfalls bei mir, deswegen... Tut mir das jetzt auch nicht so weh, so viel Geld dafür auszugeben. Außerdem wollte ich sowieso für euch reviewen. Eigentlich habe ich es für euch auch mitgekauft. Und ich habe keine Ahnung, was ich drauf machen soll. Ich glaube, ich mache so eine Ombre Lip. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Drug Lord. Ich glaube, ich nehme die 3. Let's do this. Dann fangen wir mal mit Blue Velvet an. Next color would be Ice Tray. Oh, me switching to English. I'm so sorry für alle sensiblen Menschen. Ah, okay, der ist so ein bisschen ein Topper. Ice Tray ist mehr ein Topper. Also der gerade eben war ein bisschen mehr deckend. Der hier ist ein bisschen mehr schier. Was das Ganze ganz angenehm macht, so zu verbinden als Ombre Lip. Nehme ich die Farbe mit rein? Ja, come on. Oh yes. Okay, Ice Tray hätte ich mir sparen können. And then, last but not least, a little bit of Drug Lord. Wow, die Ombre Lip ist jetzt nicht so perfection, aber she's cute. You know, just me living my best life. Okay, als nächstes und auch letztes habe ich die ganzen Ice Frost Liquid Lick. Liquid Frost Highlighter. Ist so lustig, wenn ich nur meine Lippen gucke, muss ich an diesen Schmetterling-Emoji denken. Wir haben 5 verschiedene Farben und zwar Ice Cream Bling, Frostitude, Michigan Ice, Blue Balls und Expensive. Oh, ich habe noch nie ein Liquid Frost von Jeffrey benutzt. Oh, okay, klar. Süßes Packaging. Ich weiß ganz genau. Genau, mein. Oh mein Gott. Bitch. Still not broken. Gott, damn, ich krieg Schweißausbruch. Ich dachte wirklich, es ist zersprungen. Man kann es einmal drehen, dann geht die Pumpille. Pumpille? Ampulle raus, dann kann man so pumpen. Und dann kann man es auch noch aufdrehen, weil so kriegt man nämlich dann den ganzen Spaß da rein. Finde ich mega cool. Von neutral zu bunt: Ice Cream Bling, Expensive, Frostitude, Michigan Ice. Und Blue Balls. Ich habe noch gar keinen Highlighter drauf gemacht, weil ich mir nicht so ganz sicher war, ob ich vielleicht einfach den Liquid One benutzen kann. Shit. Oh, wow. Okay, ich werde nun probieren, den Liquid Frost in Ice Cream Bling auf meine Wange aufzutragen, tatsächlich. Ich habe sie extra nicht abgepudert. Ich habe ein bisschen Schiss, denn ich nehme nie Cream Highlighter. I'm ready. Oh, damn. Ist ein bisschen schwierig auf Distanz ohne Kontaktlinsen, aber ist okay. Oh mein Gott.
stunning. Oh mein Gott. Wow, okay, also der Highlighter ist echt schön und ich habe den schon in Real Life an Victor gesehen und es sah so heiß aus. Er hat so geglänzt in der Sonne und geschimmert, also er war so in der direkten Sonne mir gegenüber. Das sah so gut aus und er hatte auch den Liquid Frost drauf. Liquid Frost, sag mal Liquid Frost, Liquid Highlighter. Oh, bitch, I'm dying. So, ich habe den Liquid Frost, den Liquid Highlighter jetzt in meinem Gesicht aufgetragen. Und er hat eine mega schöne Reflexion und ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn auch im Gesicht auftragen kann, dass es gut aussieht und dass es funktioniert bei mir. Aber der Glow ist unnormal schön. I can't. Ich werde den jetzt auf meinen ganzen Körper auftragen. Ich so, trage ich auf den ganzen auf? Ja, komm mal. Ach, okay. Erst normalerweise würde ich jetzt nur hier so oben, hier so drauf. Am I Rihanna yet? Love the trash can in the back. Ooh, bitch. I'm fucking glowing. Eine Packung kostet übrigens $25. I wanna be glowing, girl. Oh, ist das schön. Ich würde sagen, alles erfolgreich. Ausprobiert, verwendet. Kommen wir zum Feedback. Okay, funny story. Ich bin gerade eben auf meinen Netzstecker getreten und meine letzte Videodatei wurde komplett gelöscht. Das heißt, ich darf das Outro nochmal für euch aufnehmen. Ich wollte euch gerne nochmal wiederholt mitteilen, was ich von den Lippenstiften, von der Palette und von den Liquid Frost, es stimmt nämlich wohl, ich habe es doch richtig gesagt, hier steht's, halte. Und ich bin so begeistert von dieser Kollektion. It's just the motherfucking shit. Also wirklich, diese Highlighter, die Liquid ones, muss ich irgendwas sagen? Alter, oh, I'm sorry. Der Glow ist einfach so schön und so richtig dewy, natural. Ich weiß nicht, so ein richtig, richtig toller Glow. Und ich habe zum ersten Mal Liquid Glow in meinem Gesicht benutzt und es hat funktioniert und es sieht gut aus. Jo. Es ist so 1:30 nachts und ich höre so wie hier in den USA haben alle mal draußen so Mückengitter vor ihrer Haustür, also fast alle. Und ich höre so, wie das so klappert da draußen und jemand draußen rumläuft. Also hier ist so ein Wohnkomplex. Gruselig. Die Lippenstifte sind immer super von Jeffrey, um ehrlich zu sein. Ich mag voll gerne die Textur von seinen Liquid Lipsticks. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe hier die ganzen... Nee, einen habe ich nicht benutzt, aber ich habe super viele von denen benutzt. Und sie halten gut, sehen super schön aus, sind gut pigmentiert. I love this as well. Und mit der Palette... Die Palette ist einfach der absolute Shit. Ich glaube, sie ist meine absolute Lieblingspalette bis jetzt von Jeffrey, weil mich diese Palette einfach dazu inspiriert hat, mal wirklich auszurasten und mal wieder was Neues zu machen. Und ich meine, ich bin eh gerade so ein bisschen mich am Ausprobieren, was Make-up angeht in LA hier. Irgendwie wurde ich inspiriert durch die Stadt und durch die ganzen Menschen hier. Aber diese Palette sieht einfach so gut aus und sie hat so gut funktioniert. Super verblendbar, kein krasses Fallout für diese heftigen Farben, diese hier total unfleckig aufgetragen, diese heftigen, also I'm just amazed, this collection is awesome, this collection is everything, congrats to you Jeffrey, I love it, blue blood alive, no I'm not even kidding, also wirklich, wirklich, wirklich eine richtig, richtig schöne Kollektion. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sie bestellt habt, ob ihr sie schon ausprobiert habt, ob ihr sie nur online gesehen habt, was ihr von der Kollektion haltet. Und vergesst nicht, dem Video ein Däumchen nach oben dazu lassen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Schreibt mir auch gerne Videoideen in die Comments mit rein. Wollt ihr Make-up-Tutorials sehen? Make-up-Reviews? Was möchtet ihr angucken? Ich habe in den letzten paar Wochen fast nur so Real Talk Videos hochgeladen, also nur so Laber Videos und mein Channel hat dadurch so ein bisschen so eine ernstere Seite für ein paar Wochen, sag ich mal, bekommen. Ernstere Seite, kann man das so sagen? Ihr wisst schon, wie ich meine, kam ein bisschen ernst darüber, aber ich habe so coole Videos geplant, bin auch super coolen Personen, ich freue mich schon voll drauf, die werden jetzt alle in nächster Zeit kommen. Falls ihr irgendwelche Ideen habt für Videos hier aus LA, wenn ihr irgendwelche bestimmten Produkte habt, irgendwelche Paletten, wo ihr wisst, die kommen raus oder irgendwas, was ihr reviewed haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare und I love you all so much. Thanks for watching. Vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen. Marvin Magnificent, dort werde ich noch weitere Looks mit der Palette posten. I'm on it. Und ja, ich küsse euch. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. 1:30 Uhr. Auch mal fertig mit dem Video, ha? Huh? Ja, nur noch Thumbnail und Bilder und
TikTok. Läuft. So ist die Realität, wenn man Self-Tan trägt. Da, wo man am schnellsten schwitzt, geht's easy peasy ab. Juba, das sieht ja echt ekelhaft aus. Cooper, du so gerade. Jetzt ich mich so voll am Zuspam bei Instagram. Thank you.